Du, du hier die Kisten haben wir jetzt und hier die halte ich mir jetzt genau und du ist es dann auch. Sollen wir die Box da oben mit direkt nehmen? Ja? Okay, dann hol die mal runter. So. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Eine Burg. Ja, das ist ein zerstörter Turm. Der heißt Schrecksteingemäuer oder Treadstone Blight. Sollen wir die mal aufmachen? Ja. Okay. Okay, mein Assistent macht jetzt mal die Box auf. Hier, genau. Oh, alles klar, den Deckel legen wir mal zur Seite. So, hier sind verschiedene Plastiktüten drin, gell? Das kann man hier so, das kann man hier so auch machen. Ich weiß, ja. Genau. Kiste. Okay. Ah. Alles klar. Dann holen wir das Plastik raus. Aha. Eine Deppe. Genau. Und noch ein Ding von dem Turm. Okay, das ist also der Inhalt von der ersten Tüte. Und jetzt kommt die nächste. Okay. Fertig. Oh, was ist denn da noch Großes drin? Das ist der Boden von dem Turm. Hm? Mhm. Sonst noch was drin? Das ist die Anleitung. Okay, alles klar. So, dann versuchen wir das mal zusammenzubauen. Und dann zeigen wir es gleich nochmal, wie es aussieht. Also, der Assistent wollte schon mal zeigen, wie das geht. Lass hier den Teigen. Und dann das ist ja wieder der. Okay. Und jetzt das nächste Teil. Und jetzt wieder so ein Teil. Genau, wir kleben sie erst noch nicht fest. Wir wollen sie jetzt nur kurz mal zeigen, wie das aussieht. Guck mal, ich glaube, das gehört so rum. Genau. So. Und jetzt kommt der nächste Teil. Ich glaube, das kommt dann hier oben irgendwie drauf. Ja, ich glaube auch. Ja, weil das an der Seite ja offen ist. Sieht man ja hier auch in der Anleitung. Und das hört hier jetzt bitte noch so, Mama. Ja. Auf jeden Fall sieht es ziemlich einfach aus, weil es hat ja eigentlich auch nur noch ein Stockwerk. Okay, bevor wir das ganze Ding zusammenbauen können, müssen wir wieder Gussgrate entfernen. Das sieht man eigentlich jetzt hier sehr schön. Das sind hier diese Gussgrate halt. Und dann nimmt man einfach einen Cutter und geht hier ganz vorsichtig drüber, am besten so, bis die komplett verschwunden sind. Das gibt dann ein bisschen Dreck, aber danach passt dann auch alles besser.
beim Zusammenkleben. Gerade hier zieht mir die auch sehr gut. Und hier die Steine, die werden ja hier so zusammengesteckt. Und das passt nicht richtig, solange hier die Gussgrade drauf sind. Also, jedes einzelne Teil muss erstmal so behandelt werden. Und dann passt das auch gut zusammen. Das mache ich jetzt mal. So, bei dem Mauerstück ist hier in dem Fenster noch ja, auch ein Gussgrat drin. Papa. Moment. Und den kann man einfach hier mit einer Knipex ja, rausreißen. Papa. So. Und die Kanten muss man dann natürlich noch entfernen. Ein Cutter hier. Moment. So. Genau, so sieht's aus. So, alle Teile wurden jetzt entgratet. Und jetzt nur um zu sehen, wie viel da wirklich dran war. Dieser ganze Haufen. Das ist schon relativ viel. Der ist von diesen paar Stücken. Beim Turmschädelhöhe war es noch viel, viel mehr. Das Schrägsteingemäuer ist komplett entgratet und ich habe es jetzt mal mit einer Variante aufgebaut. In einer Variante, es gibt wohl mehrere Varianten. In der Anleitung haben sie aber nur eine gezeigt. Das kommt hier oben noch drauf. Das Teil kommt ganz oben drauf. Das kommt hier noch an die Seite. So. Die heiraten. Die zwei heiraten, genau. Und wichtig ist nur, dass hier diese kleine Treppe mit hier dieser Tür abschließt, damit man dann auch reingehen kann. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar hier diese Treppe. Die kommt dann hier so rein, die wird dann festgeklebt. So, Achtung, der Assistent ist auch da. Hört gespannt zu. Und hier diese zwei Bodenteile. Die werden hier zusammengeklebt. Nein. Wollte ich nicht. Ja. Ich will nur die dein Haus holen. So, das kommt auch hier rein, weil es halt nicht zusammenklebt. Und wichtig ist, dass halt die Treppe hier dann auch drankommt. Ja, also das werden wir gleich sehen, wenn ich es zusammengeklebt habe. Aber so werde ich es jetzt mal zusammenkleben. Bis gleich. Ich werde jetzt als erstes mal hier diese untere Grundmauer hier zusammenkleben. Nicht so viel Kleber nehmen. Einfach hier nur an die Verbindungsteile. Ich auch noch Kleber nehmen. Nein, das ist noch gar nichts für dich. An den Kleber nehmen. Nein. So, ups, hier, das Teil machen wir auch direkt noch. So, am besten direkt hier oben drauf stellen, damit man hier die Rundung richtig klebt. So, hier unten habe ich es noch nicht angeklebt, das machen wir gleich. Vorher noch hier das kleine Stück. Das kommt noch hier unten rein. Armband. Kannst du auch als Armband verwenden. So. Kette oder Armband. Wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Jetzt müssen wir ein bisschen die Hände anpressen mit den Händen, weil auch hier, wie bei Schädelhöhe, ist es nicht alles passgenau. So, wenn die Mauern gut getrocknet sind, ich hoffe mal, dass sie jetzt schon getrocknet sind, stelle ich die kurz hier zur Seite und dann wird hier gerade der Boden, wo die Mauern draufstehen, mit ein bisschen Kleber bestrichen. Muss auch nicht überall sein. So.
Und jetzt nur wichtig, direkt hier die Tür an die Treppe. Das ist eigentlich am wichtigsten, der Rest ist nicht so wichtig. Und ein bisschen anpressen, weil das passt nicht komplett. Hier die Heife hinten oder vorne? Die Heife. Ich kann gerade nicht. So, der Assistent, der malt hier ein ganz tolles Bild aus. Das kenne ich, habe ich vorher auch nicht gekannt. Da ist schon die Farbe, das Wasserfarbe hier pigmentiert. Da muss man nur noch mit einem nassen Pinsel drüber. Kommen tolle Bilder raus, gell? Mhm. Als nächstes werden wir jetzt hier die obere Mauer vom ersten Stock ankleben. Da machen wir auch nur ein bisschen Kleber drauf. Dann wird die hier reingesteckt. Wenn man sie gut entgratet hat, dann passt die auch gut da rein. Wenn man es nicht gemacht hat, dann hat man Probleme. So, als nächstes kommt hier noch das kleine Stück. Das kleben wir hier direkt drauf. Und dann kleben wir das hier auch noch an. Das hier als erstes. Da rühre ich auch ein bisschen. So, und jetzt hier das Stück. Ruhig dann auch festhalten, damit es hier auf die Rundung richtig passt. Da ist ein bisschen Spannung dann drauf, aber es sollte der Sekundenkleber eigentlich aushalten. So, das nächste Stück ist das hier, das kleine. Das ist eigentlich sehr simpel. Hatschi! Ich hab kein Taschentuch. Oh nein. Als nächstes kommen hier die zwei Bodenplatten. Die klebt man am besten einzeln rein. Aber hier auf die Ränder ein bisschen Kleber drauf. So. Und dann muss das hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, das ist. Genau, das ist das Ende von den, oder der Anfang von der oberen Steinplatte. Und dann wird das so reingeklebt, dass also hier das Fenster noch der eine. Ich gehe mal hier ran. So sieht es halt aus. Hier ist der Boden, also die Steine vom ersten Stock, oder vom Erdgeschoss, und hier fangen die vom ersten Stock dann an. Und es liegt hier genau da drauf. Ja. Passt auch gut hin. Und jetzt kann man die Treppe nämlich so ankleben. Ich sehe, dass sie dann hier endet. Oder ankommt. Ich sehe, dass es geht. Siehst du? Ui. So, beim Reinkleben von der Bodenplatte ist mir gerade eingefallen. Steht jetzt hier ein bisschen über. Könnte man so lassen. Wenn das aber noch rausgeht, dann werde ich das noch ein bisschen nach da drehen, damit das hier abschließt. Sieht besser aus, denke ich. Ja, geht noch. Also man kann da immer noch ein bisschen, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch nochmal umbauen. So, schauen wir mal. Ja, so ist in Ordnung. So, die Treppe werde ich erst später reinkleben, wenn es bemalt ist, damit ich hier mehr Platz habe, um hier mit dem Pinsel reinzukommen. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, auch zuerst zu malen und dann die Bodenplatte reinzugeben. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Jetzt kommt die letzte Bodenplatte. Da ist mir aufgefallen, auf der Unterseite ist alles komplett glatt. Macht hier bei der Bodenplatte jetzt nicht so viel aus. Da wird man nicht so drunter gucken können. Aber bei der hier
könnten wir schon mal von unten runter gucken. Sieht ein bisschen blöd aus. Naja, hätten wir also besser machen können. Und vor allem hätten wir hier die Steine ein bisschen rausziehen können, damit es hier besser drauf liegt. Es liegt hier eigentlich fast gar nicht drauf. Ist auch ein bisschen schlecht gemacht. So. So. Aber erst wenn das Herz macht. Pressen wir es mal an. So, das Schrecksteingemäuer ist fertig zusammengeklebt, bis auf die Treppe. Wir wollen später noch rein. Hey, das ist ein Besser. Nein, das ist ein guter. Nein, der heiratet nicht mit dem. Ach so. Der hat ein Herz. Das ist ein Besser. Und das ist ein guter? Ja. Und das da? Auch eine Liebe. Hm. Die beiden, die heiraten in Hochzeit. Okay, und der da darf nicht mitfeiern? Nein. Dann geht er wieder weg. Gut, ja, als nächstes kommt dann die Bemalung im nächsten Tutorial. Tschüss, bis später. Tschüss, bis später. So, jetzt kurz nochmal von der Seite hier gezeigt. Ja, ganz nett aus. Und wo ist denn der Mann?